Also für eine Wohnungsdurchsuchung reicht fast alles, muss man sagen. Boah, scheiße. Hallo Leute, ich habe heute hier die Gelegenheit, ein Video mit einem Anwalt zu drehen. Und zwar bin ich hier bei dem Anwalt Thomas Hummel. Und ich habe euch auf Facebook gefragt, was ihr so für Fragen an einen Anwalt hättet, die was mit dem Betäubungsmittelgesetz zu tun haben. Ihr hattet wirklich extrem viele Fragen und ich werde die Fragen jetzt stellen. Es gab jetzt vor kurzem die Änderung, dass ein Polizist keine richterliche Anordnung mehr braucht, wenn er Blut abnehmen will bei einer Straßenkontrolle. Was hat das jetzt so für Auswirkungen auf die Praxis? Kann man da schon was sagen? Wird da jetzt mehr Willkür herrschen und wenn ein Polizist einfach Bock hat, kann er dann sagen, ja, hier Blutabnahme? Also grundsätzlich ist es so, dass es früher eben so war, Blutabnahme nur mit richterlichem Beschluss. Mhm. Es sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Gefahr im Verzug war eigentlich immer nachts, weil bis man dann den Richter am nächsten Morgen erwischt, das wusste ich gar ist der ja schon längst wieder nüchtern. Ja. Und die Gefahr ist eben, dass die Beweismittel dann verschwinden. Und darum war das nachts grundsätzlich bisher auch schon möglich. Das wusste ich gar nicht. Okay, das ist sehr interessant, ja. Jetzt ist es so, dass man eingefügt hat, wenn ein Verdacht besteht auf Straßenverkehrsdelikte, dazu zählt auch 316 StGB, Trunkenheit im Verkehr, und das ist eben nicht nur betrunken mit Alkohol, ja, sondern auch berauscht, dann kann der Polizist das selber anordnen. Er kann das allerdings nicht völlig willkürlich, er muss schon gewisse Hinweise darauf haben, dass diese Straftat vorliegen könnte. Ah, okay. Es sind jetzt zum Beispiel rote Augen schon ein Hinweis dafür, dass er was gekifft hat oder so? Oder kann man dann sagen, ja, ich habe Heuschnupfen? Wenn der Polizist fragt, warum haben Sie denn so rote Augen, und die Antwort kommt, ich habe Heuschnupfen, und der Polizist sich damit zufrieden gibt, dann ist wahrscheinlich dieses Indiz erstmal widerlegt. Mhm. Wenn der Polizist dagegen sagt, ah, Sie schauen mir aber irgendwie trotzdem komisch aus, und er das auch an irgendeine Tatsache festmachen kann. Ja. Dass er jetzt sagen kann, ah, der ist irgendwie ein bisschen, so ein bisschen neben der Spur, ja, kann ich richtig reden. So. Ja. Und wie, also ich weiß nicht, hattest du da schon Fälle hier bei dir, wo dieses Gesetz so quasi gefühlt nicht richtig angewendet wurde, wo der Mandant jetzt sagt, ja, ich habe mich völlig normal verhalten und der Polizist hat trotzdem irgendwie die Blutprobe gefordert? Mhm. Habe ich jetzt noch nicht gehabt, wobei dieses Gesetz aber auch nicht wahnsinnig alt ist. Ja. Also von dem her, die meisten Sachen sind da jetzt noch nicht vor Gericht gelandet. Man muss aber auch sagen, sogar wenn der Polizist gegen die Regeln verstößt und eine Blutprobe nimmt, die eigentlich gar nicht genommen hätte werden dürfen, wenn sie da ist, ist sie als Beweis in aller Regel verwertbar. Ach so, da gibt es dann gar nicht so, ah ja, es wurde quasi ohne Berechtigung genommen und wenn sie positiv ist, dann spielt es quasi keine Rolle, weil sie ja dann offensichtlich schon einen Grund hätte geben können, dass man es mal anordnet. Weil man sagt, jeder Beweis, der auf dem Tisch liegt, ist grundsätzlich zulässig. Ja. Es sei denn, es ist so ein elementarer Verstoß gegen jedes Recht, also zum Beispiel jetzt eine Aussage, die durch Folter erzwungen wird. Ah ja, also, okay, das ist natürlich klar. Aber wenn es einfach nur um Kompetenzverteilung geht, dann hat man normalerweise keine Chance. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ein Polizist falsche Tatsachen über das Gesetz vortäuscht, so einfach sowas sagt wie, ja, wir dürfen das jetzt, oder obwohl es gar nicht stimmt. Darf der das? Ja, also ich muss ehrlich sagen, bei den meisten Polizisten, die kennen ihre Gesetze. Okay, ja. Bei anderen Behörden ist es nicht immer ganz so, aber also wenn man jetzt anderer Meinung ist als der Polizist, sollte man das auch sagen, das sollte man widersprechen. Und gleichzeitig muss einem aber klar sein, dass man selber ja nicht der ist, der jetzt über das Gesetz entscheidet. Ja. Das würde dann später ein Richter entscheiden. Aber die meisten sagen, habe mich genug geärgert, jetzt will ich das auch nicht vor Gericht ziehen. Und theoretisch ist es ja einfach nur Lügen, und Lügen ist ja eigentlich keine Straftat. Ich kann ja jetzt auch einfach irgendwas lügen und dann kann ja dafür nicht belangt werden. Prinzipiell schon, wobei bei Polizisten kann natürlich dann auch gleich mal eine Nötigung dabei sein oder eine Verfolgung Unschuldiger, je nachdem. Ja. Also okay, stimmt, ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, Polizisten sollten sich schon ans Gesetz halten und die meisten tun es auch, das muss man sagen. Nur lassen die Gesetze einfach viel zu. Ja, das ist leider wahr. Genau, was weiß die Polizei über einen, wenn man kontrolliert wird, zum Beispiel bei der Personenkontrolle, dann ist es ja oft, dass sie dann irgendwie in ihrer Datenbank nachschauen, was ist da eingespeichert, wenn man jetzt ein Betäubungsmittelverfahren schon mal hatte, was fallen gelassen wurde, ist das da drin, oder wenn man, also ist es drin, wenn man im Knast war, was ist da alles drin?
Da ist im Prinzip fast die gesamte polizeiliche Historie von einem drin, egal wie das Verfahren ausgegangen ist, sofern es in irgendeiner Form noch Anhaltspunkte geben kann für die weitere polizeiliche Arbeit. Sogar bei einem gerichtlich abgesegneten Freispruch bleibt das in der Regel drin, weil man sagt, da könnte ja was drin sein, was man später nochmal braucht. Das kann man explizit löschen lassen, mache ich öfters für Mandanten, ist relativ kompliziert, aber mit gewissem Nachdruck wird man das dann gelöscht. Also nur wenn eben Freispruch oder Verfahrenseinstellung, dann schon. Ja. Es gibt grundsätzlich eine 10-Jahresfrist dafür. Das Blöde ist, diese 10-Jahresfrist geht immer nach dem letzten Eintrag. Wenn man also alle 9 Jahre mal irgendein Verfahren dann hat, sind alle noch drin. Dann ist das alles noch drin. Boah, das ist ja fies. Und ich kenne verschiedene Fälle, in denen jemand gerade mit Betäubungsmitteln irgendwann mal zu tun hatte und sehr oft auch völlig unschuldig war. Aber aus irgendeinem Grund ist das noch drin und die haben dann bei Polizeikontrollen sehr oft länger mit den Kollegen zu tun. Okay, also das reicht dann auch schon wirklich als ausreichendes Indiz, so vergangene Verfahren? Es reicht als Indiz, es reicht alleine vielleicht nicht unbedingt, aber wenn halt so ein gewisser Verdacht einfach schon mal da ist und man das dann noch durch so einen Eintrag bestätigt bekommt. Okay, damn it. Inwiefern bringt das, wenn man irgendwie im Internet das Wort Swim benutzt als ich, so ist man dann irgendwie abgesichert, wenn man jetzt sowas schreibt wie Swim hat 5 Kilo Gras bestellt, weil inwiefern ist das, bringt das überhaupt was? Naja, also es gibt grundsätzlich im Recht keine Zauberwörter. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt da irgendwas schreibe und damit bin ich absolut abgesichert und mir kann nichts passieren. Wenn das irgendjemand liest, der meint, den habe ich ja schon immer in Verdacht gehabt und daraufhin klingelt es um 6 Uhr in der Früh und die Polizei steht vor der Tür und die finden dann genau das, was someone who isn't me gemacht hat. Ja, dann ist es ja offensichtlich. Aber generell, wie schaut es aus, wenn man jetzt in Textform im Internet irgendwas zugibt, wie reicht das jetzt schon als Beweis, wenn man jetzt irgendwie auf Twitter postet, ich habe 5 Gramm Gras vor mir oder ich habe 20 Gramm Gras vor mir, so ohne dass man irgendwelche Bilder oder sowas sieht oder auf WhatsApp einem Kumpel schreibt, reicht Text allein als Beweis? Also es gibt in Deutschland kein striktes Beweissystem. Das heißt also, zum Beispiel auch ein Geständnis ist noch kein absoluter Beweis. Es ist nicht wie in Amerika, ich bekenne mich schuldig und dann bin ich schon verurteilt. Ah, okay. Es kommt immer auf den Gesamtzusammenhang an. Und so eine Selbstbezichtigung ist natürlich schon ein wichtiges Indiz. Mhm. Und wenn man dann eben noch, wie wir vorher gesagt haben, bei Wohnungsdurchsuchung oder wie auch immer, weitere Indizien findet. Aber würde es schon für eine Wohnungsdurchsuchung reichen, so ein Textgeständnis so? Also für eine Wohnungsdurchsuchung reicht fast alles, muss man sagen. Oh, scheiße. Das heißt zwar immer richterlicher Vorbehalt und so. Ich habe ehrlich gesagt noch in keinem Verfahren jemals einen abgelehnten Durchsuchungsbeschluss gesehen. Also die Staatsanwaltschaft hätte gesagt, jetzt hier durchsuch mal. Und der Richter hat gesagt, nee, reicht nicht. Das ist echt krass. Das schockiert mich jetzt. Könnte das sein, dass das auch ein bisschen was mit Bayern zu tun hat? Weil da sagt man ja, dass das ein bisschen strenger ist, könntest du dir vorstellen, dass in anderen Bundesländern eher so ein sowas abgelehnt wird? Also Bayern ist natürlich schon allgemein strenger in jeder Hinsicht, was Ermittlungsverfahren angeht. Aber ich fürchte fast, dass das in anderen Bundesländern ganz ähnlich wäre. Okay. Also ich würde es nicht ausprobieren, es sei denn, man will hier mal ein Exempel statuieren an sich selber. Wie sieht's aus bei geringen Mengen von anderen Drogen? Also bei Cannabis weiß man ja, dass in Bayern ab 5 Gramm es problematisch wird. Wie ist es zum Beispiel bei Ecstasy? Sind es da 10 Pillen oder bei LSD sind es da 5 Pappen? Das BTMG kennt im Prinzip 3 verschiedene Wirkstoffmengen. Wir haben einmal die geringe Menge, dann haben wir die normale Menge, die hat im Gesetz überhaupt keinen Namen, und dann gibt es die nicht geringe Menge. Also nicht gering ist nicht überall, wo es nicht mehr gering ist, sondern nur sehr hoch. Die geringe Menge geht normalerweise bis zu 3 Konsumeinheiten. Mhm. Allerdings jetzt nicht von dem Dauerkonsumenten, sondern von jemandem, der entweder die Droge mal probiert oder der sie gelegentlich konsumiert. Okay. Und die nicht geringe Menge geht so je nach Gefährlichkeit der Droge von 150 bis 500 Konsumeinheiten los. Ah, okay. Das bedeutet also, man muss sich da jeweils anschauen, was ist eine normale Konsumeinheit, und wenn es nicht mehr als 3 sind,
hat man unter Umständen halt noch Glück. Aber Vertrauen darauf kann man auch nicht unbedingt. Ja, Leute, ihr habt so viele Fragen gestellt, dass ich das Ganze in mehrere Teile unterteile. Das war jetzt Teil 1. Bald kommt Teil 2 mit weiteren sehr spannenden Fragen. Wenn ihr in Bayern wohnt und einen Anwalt braucht, dann schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da habe ich euch alle seine Daten verlinkt, also Homepage etc. Ihr habt ja gesehen, er hat alle Fragen sehr gut und ausführlich beantworten können. Also da sind wir, denke ich, gut aufgehoben auf jeden Fall. Ja, das passt.